peinlicher Vlog. Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wie gestern beginnt es hier mit Frühstück, aber heute mit der Sendung mit der Maus, oder ist das? Ja. Weil Emmy guckt das täglich an und deshalb müssen wir das jetzt auch angucken. Ich darf meine Sendung nicht. Wir haben das früher mal geschaut. Und sonntags dann mit dabei und so. Jetzt muss ich auch mal kommen. Ich habe nämlich sehr, sehr Hunger. Komm, Katzen, komm, komm, komm! Fein, fein! Wow, war das anstrengend! Ja, zieh mal, wie anstrengend das für die Katzen ist. Wenn ihr richtiges Workout, was du immer machst. Ihr seht, wir machen nur Blödsinn heute an so einem Sonntag. Ich habe den Vlog gerade schon geschnitten und wir haben gefrühstückt, wie ihr gesehen habt. Und ja, mal schauen, was wir jetzt tun. Noch nicht viel passiert. Und du bist ja völlig außer Atem vom Katzenspiel. Ja, es war anstrengend. Und es ist zwei. Was? Ja. Scheiße. Ich will dir schon mal sagen, guck mal. Er ist riesig einfach. Lass mal los. Baby. Na? Na? Was passiert hier? Wir backen einen Kuchen für Mamas Geburtstag. Yummy. Was wird das eigentlich für ein Kuchen? Ein... Das ist eigentlich ein Marmorkuchenrezept. Aber wir machen es mit Limettensaft. Marmor-Orange soll es eigentlich sein. Mm, ja, genau. Wir machen es mit Limettensaft. Es wird so ein bisschen Freestyle, aber es sieht schon mal lecker aus und hört sich auch sehr lecker an. Wir hatten keine Butter und haben deshalb mit Öl gebacken. Wir sind mal gespannt, ob es was wird. Das Öl sieht jetzt nicht mehr so fresh aus, zumindest die Flasche. Das Öl hat schon noch gut gerochen. So komisch, das geht da gar nicht so richtig. Das sieht so ganz komisch aus. Ich glaube, wir müssen es mal richtig mit einem Löffel ordentlich rühren. Eigentlich sollte man es nämlich nur unterheben. Ja, damit das schön schaumig bleibt, glaube ich. Biblische Vorgänge hier, das Meer wird geteilt. Lecker. Ich habe gestern ganz vergessen, die Vase zu zeigen, die ich mitgebracht habe. Das ist die Vase. Gefällt sie dir eigentlich, Schatz? Ja, die gefällt mir hervorragend gut. Sehr gut. Ich finde sie auch richtig schön. Weißt, ist voll besonders. Müssen, gell? Nee, die ist doch so als Deko-Element wunderschön, ja, auch, oder? Wunderschön sieht sie aus, wenn Blumen drin sind. So ist sie schön, aber wunderschön wäre sie mit Blumen dran. Ich wollte mich gerade eigentlich auf den Weg zum Joggen machen und dann habe ich einen Sportoberteil gesucht und dann habe ich gesehen, dass Marie so ein rot gestreiftes T-Shirt anhat und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich auch so T-Shirts habe, so rot gestreifte, aber irgendwie ist das ein bisschen eingegangen und zu klein von früher. Deshalb, ja. Kann ich wahrscheinlich jetzt Marie haben. Als Schlaf-T-Shirt oder? Wir sind im Partnerlook. Das sieht so süß aus in der Kamera, gell? Ja. Wie Captain Blaubeer. Was? Sieht so ein bisschen irgendwie aus wie so ein Kapitän, sehe ich ja, mit dem T-Shirt so. Bom. Ja, okay. Mhm. Ein Kapitän. Hättest du wohl gerne so ein Kapitän. Aber es ist halt nein. Kommt auch weg, kommt auch weg. Versteht die Kamera. Wir müssen geradeaus. Kleine Diskussionen beim Mann da zu Hause. Alex müsstet geradeaus. Und also ich gebe euch mal eine kleine Kostprobe. Findet ihr, seht ihr Alex in sowas noch? Ich nämlich nicht. Und ich sehe hier gerade Sachen, die ich in 3 Jahren Beziehung kein einziges Mal an ihm gesehen habe. Und er sagt, das ist mein liebster Bulli. Hab ich noch nie gesehen. Der ist ja auch noch 3 Kilometer zu groß. Und er lacht, weil er es weiß. Jesus, komm, ich könnte mit reinkommen. So groß ist der. Den habe ich halt früher an. Der war cool. Das war damals cool. Kannst du bitte mal deine Arme runterhängen lassen? Smart. Das geht, das ist ja fein. Da ist dann so rumgelaufen.
Aber Schatz, die ist jetzt vorbei, die Skaterzeit. Ja, vor allem rennt man halt jetzt auch nicht mehr so mit sowas um. Ja, okay, ich trenne mich. Für Alex ist gerade richtig schlimm, er hat gerade gesagt, er trennt sich von seiner Jugend. Oh nein! Ich bin schuld, oh Gott. Bricht einem ja das Herz. Aber im Schrank ist kein Platz für die Jugend. Mimi, und für dich auch nicht. Ja. Was sagst du zu der Situation? Oh nein! Ich trage Pelz nur so. Kaiser habe ich ausgemistet. Wow. Das ist schon krass. Ich will nachher meinen Kleiderschrank halbieren. Das ist nur schöne Sachen. Als T-Shirts habe ich viele Scheiß-T-Shirts, die ich nicht anziehe. Da wird schon wieder gefilmt. Was ist da drauf? Nix. Der ist schön. Aber der ist zu klein leider, glaube ich. Aber der ist cool. Den habe ich vor kurzem mal wieder angehabt. Den kenne ich sogar. Sachen, die ich nicht kenne, finde ich bedenklich. Ja, der ist cool. Zeig. Ein bisschen kurz. Der ist schon zu klein fast, ja. Also, er müsste so ungefähr sein, aber ich könnte ihn anziehen. Ja, dann. Ich lasse ihn auch mal noch drin. Guck mal, von wie viel ich mich schon trenne. Ja, ich bin stolz auf dich. So, wir präsentieren. Wen präsentieren wir? Alex war früher mal so, das wisst ihr aber gar die, nicht. Aber die Mütze hatte ich nicht an. Nicht zu dem Pulli an, die Mütze hatte ich natürlich schon an. Das war meine Lieblingsmütze früher. Die hatte ich sau oft an, aber halt nicht zu so einem bunten Pulli, aber das war meine Lieblingsmütze. Und Alex war schon so ein Hip-Hopper. Eigentlich hatte er auch so Hip-Hopper-Hosen an. Und das ist doch so ein Überbleibsel. Aber so Hip-Hopper-Hosen hatte ich nur so mit 14 an. So mit 16 schon nicht mehr. Da hast du nur noch Boardshirt angehabt, oder wie? Nee, ja. Normale Hosen. Ab dem behalte ich für irgendeine 80er-Party oder Bad-Taste-Party oder sowas. Wir sind sehr oft auf 80er-Jahre oder Bad-Taste-Partys eingeladen, muss man dazu sagen. Ich glaube, wir waren so auf einer bisher in unserem ganzen Leben. Soll ich die Mütze auch aussortieren? Habt ihr alles schon mal mitgekriegt? Ich kann sie anziehen. Fresh Idiot in the house. Marie Melonenkopf. Sollen wir mal weitermachen? Marie Melonenkopf. Nicht aber auch gut, eigentlich. Finde ich schön. Familie Trottel. Familie Trottel. Sieht aus wie so ein Bauarbeiter. Das ist eigentlich die einzige gute, die ist wirklich, weil ich unfassbar viele Schweißränder. Weil ich die immer die hatte ich früher immer zum Volleyballspielen an. Zum Beachvolleyball spielen. Ja. Gut, da brauchen wir nichts dazu sagen. Mann, ich find's voll traurig. Ich möchte dich nicht irgendwie dazu bringen, deinen ganzen Kram weg. Die ist schrecklich. Die hatte ich nie an. Die hatte ich nie an. Geh bitte mal. Nein. Geh bitte mal. Deiner Gang. Oh Gott, was ein peinlicher... Die hatte ich aber schon an. Die ist auch nicht, längst nicht so. Was hat dich bei der geritten? Was ist die Geschichte hinter der? Weiß ich nicht. Würde mich schon mal hart interessieren. Ist noch gar nicht. Na, ist schon lang her. Oh Gott. Doch, schon lang her. Ja, gut, da Mützen kann ich auch aussortieren. Ich glaube, weiß nicht, ob ich die noch anziehe. Nein, ich glaube nicht. Also, weg. Weg. Die sind voll viel wert aber eigentlich, gell? Weg. Was macht Minne da? Und Minne? Ich meine, die kann man ja verkaufen. Es gibt immer Leute, die sowas mögen. Vor allem, die ist ja voll unbenutzt. Ja, die ist neu. Die hatte ich nicht oft an. Die hast du in Neuseeland dabei, oder? Ja, die ist noch gut. Die ist super. Die lasse ich auch an. Du süßes Singmonster. Oh, du Assi. So süß. Ganz
ganz ehrlich. Ja. Ja, Abi, du bist so süß. So, werden die Mädels sich fertig machen, gehe ich noch eine kleine Runde joggen. Das Wetter ist herrlich. Ich wollte eigentlich schon vor 3 Stunden losgehen, aber dann hat es mich irgendwie gepackt und ich habe den Kleiderschrank gemacht und wurde ja dementsprechend ausgelacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und hallo aus dem Auto mit Emmy auf der Rückbank. Wir fahren jetzt gerade nach Hause, weil Mama morgen Geburtstag hat. Also meine Mama und meine Schwester haben genau eine Woche auseinander Geburtstag. Und dann verbringen wir morgen den Tag mit meiner Mom. Mal gucken, das Wetter soll voll schön werden. Und dann gehen wir vielleicht an den See oder so. Irgendwas Nices werden wir auf jeden Fall machen. Und das Wetter ist auch voll schön. Wie ihr sehen könnt, scheint die Sonne. Gerade standen wir im Stau. Hatte so Random Facts. Und unterhalten uns über Gott und die Welt. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Ich hab Hunger. Okay, wichtige Themen. Ja, es wird bestimmt irgendwas Leckeres zu Hause zu essen geben. Alles klar. Geht gleich. Wow. Ist halt der grüne Salat, man muss da. Ja, ich verstehe. Lecker wie ein Schichtsalat. Ja, genau, das war sehr klein. Warte. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Wir sind mittlerweile im Bett und es ist schon kurz vor 1, also wir sind dementsprechend müde. Ich muss aber auch noch kurz was klarstellen. Und zwar haben wir gerade ein bisschen Kommentare gelesen und irgendjemand hat geschrieben, dass Marie ein Kontrollwahn hätte oder sowas und mich kontrollieren würde. Also nein, das stimmt absolut überhaupt nicht. Und wenn ihr jetzt irgendwie denkt und gleich in die Kommentare hauen wollt, irgendwie, dass Marie meine Klamotten kontrollieren würde oder so. Also ich hätte behalten dürfen, was ich will. Also ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich hätte jedes Klamottenstück behalten dürfen. Es war nur gut, dass jemand gesagt hat, ey, sie ist doch eh nicht mehr an seit 4 Jahren ungefähr. Also, sie kontrolliert mich nicht. Ihr müsst euch keine Sorgen drum machen. Süß, dass du das sagst. Ja, das wollte ich noch loswerden. Und jetzt schlafen wir. Und wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem coolen Vlog. Wir gehen an einen See morgen. Und Maries Mama hat Geburtstag. Genau. Könnt gespannt sein. Und die Sonntagsfragen gibt es erst morgen. Ja. Weil wir heute noch zu müde sind, um die zu beantworten. Vor allem können wir hier die Tür nicht zumachen, weil das Bett im Weg steht. Und wir müssen flüstern, weil alle schon schlafen. Und wenn wir jetzt 5 Fragen beantworten würden und so reden würden, würde ich, glaube ich, die Krise kriegen, weil man gar nichts richtig versteht. Das wäre schrecklich. Also, bis morgen. Schönen Tag, Mittagabend, Nacht. Tschüss. Tschüss. Wie anstrengend das für die Katzen ist. Wenn ihr richtiges Workout, was du immer machst.